Maiskolben sind ein Klassiker beim Grillen und ganz einfach zuzubereiten. Zuerst musst du die frischen Maiskolben gründlich waschen. Damit die Maiskolben auf dem Grill nicht verkohlen, sollte man sie am besten vorkochen. Dazu ca. 20 bis 30 Minuten lang in leicht gezuckertem Wasser kochen. Zum Würzen mit einer selbstgemachten Kräuterbutter bestreichen. Dafür Butter mit Gemüsebrühe, Pfeffer, Kräutern, Knoblauch und etwas geriebener Zitronenschale würzen. Anschließend den Maiskolben von allen Seiten bestreichen. Danach für ca. 10 bis 15 Minuten auf den Grill legen und regelmäßig wenden, bis er von allen Seiten gut gebräunt ist. Ohne Vorkochen braucht der Maiskolben ca. 20 Minuten auf dem Grill. Alternativ können Maiskolben auch im Backofen zubereitet werden. Dazu den Backofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und die Maiskolben ca. 15 bis 20 Minuten lang garen. Lecker wird's auch mit Bacon. Dazu den Maiskolben mit Bacon umwickeln und auf den Grill legen, bis er schön knusprig ist. Zum Essen die fertigen Maiskolben in 4 kleine Stücke zerteilen. Links und rechts einen Zahnstocher reinstecken. Daran kann man den Maiskolben perfekt anfassen. Guten Appetit!